Ah, gut, dass ihr gekommen seid. Ich suche schon die ganze Zeit nach diesem geheimen Feuer. Ich will es endlich finden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir gleich mal ein bisschen helfen hier. Ach, Mensch, wo war denn das nur? Denn Gandalf sagte ja zum Balrog, dass er ein Diener des geheimen Feuers wäre. Und nun will ich endlich dieses Feuer mal selbst erleben. Was das überhaupt ist, das will ich endlich mal erfahren. Aber wo soll ich bloß anfangen? Am besten werde ich erstmal ganz Mittelerde auf den Kopf stellen. Vielleicht werde ich ja dann fündig. Aber wartet mal, ich glaube, das hat eh keinen Zweck. Fündig werde ich eh nie, denn mir fällt es gerade ein. Aber bevor es wieder losgeht, habe ich hier die Umfrage aus dem letzten Video und dort kann man ganz gut sehen, dass die Mehrheit sagt, Waage sind die besseren Reittiere oder zumindest die beliebtesten von denen. Danach kommen die Olifanten. Und wenn es nach mir geht, also ich will am liebsten auf einen Olifanten reiten, denn das ist schon sehr schön, auf so einem großen Elefanten drauf zu sitzen und von oben herabzublicken. Ich finde das eigentlich ganz toll. Stimmt doch bitte wieder eine Umfrage in diesem Video ab, einfach oben im Infobalken und los geht's. Doch jetzt kommen wir zurück zu dem geheimen Feuer. Als Gandalf in Moria war, traf er dort den Balrog von Morgoth, oder auch Durins Fluch genannt. Und als Gandalf sich dem Balrog stellte, mit viel Tapferkeit, sagte Gandalf, dass er ein Diener des geheimen Feuers ist. Doch was hat es mit dem Feuer auf sich? Was kann das Feuer? Oder zumindest, wo ist das Feuer hin? Der große Gottvater Eru Iluvatar war imstande, aus seinen Gedanken die Ainur zu erschaffen. Und Gandalf selbst war auch ein Ainur. Und diese Ainur wurden zur großen Musik gewiesen und schufen dadurch die Welt. Der größte der Ainur war Melkor, auch ein Valar, und dieser hat es auf die Flamme abgesehen gehabt. Und deshalb hat er überall gesucht nach dieser Flamme, doch er hat sie nie gefunden. Denn die Flamme selbst war immer bei Eru höchst persönlich und es stellte eigentlich eine Art Macht dar von ihm. Und die wurde dazu verwendet, um anderen Lebewesen Leben einzuhauchen. Melkor selbst wollte diese Flamme haben, um andere Lebewesen zu erschaffen. Denn wenn man diese Flamme erst als Waffe hat, hat man ja was sehr Mächtiges, denn man kann dann wirklich ein Lebewesen Leben einhauchen und hat was Neues erschaffen. Da das aber nicht gelang, konnte er kein Leben erschaffen und deshalb konnte er nur das Leben anderer verändern bzw. verfluchen. Zum Beispiel ein Maia wurde dann zum Balrog oder die Drachen wurden auch dadurch erschaffen. Also können wir final sagen, dass das geheime Feuer eine mysteriöse Macht ist, die dann später zum Mittelpunkt der Welt gekommen ist und sie ist die Quelle alles Leben, was es überhaupt gibt. Das ist also eine Macht, die alle Dinge zum Sein verhilft, um das genau auszudrücken. Und Gandalf ist eigentlich nichts weiter als ein Diener Eru und in diesem Kampf wollte er den Balrog nur darauf hinweisen, dass er von Eru höchstpersönlich auch entstanden ist und dass er zum Teil vielleicht sogar seine Macht mit benutzt. Das geheime Feuer wird auch anders genannt und zwar das Feuer im Herzen der Welt. Ist eigentlich ein schöner Name, finde ich. Hört sich sogar noch mal ein bisschen besser an wie das geheime Feuer. Mehr gibt es leider nicht zu diesem Thema oder geschweige denn zu dieser verborgenen Macht, aber viele von euch wollten es unbedingt wissen. Und nun wisst ihr es. Und am besten ich höre auf, danach zu suchen. Das hat keinen Sinn. Da geht mein ganzes Leben drauf. Da habe ich ehrlich gesagt null Interesse daran. Am besten ich gehe nach Haus. Tschüss. Unterstützt mich doch bitte bei Facebook, Twitter und Instagram und unterstützt auch meine Kollegen und zwar einmal der Herr der Ringe Stories, Tolkien erklärt, Mythen aus Mittelerde und Artco. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis bald.